Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode aus Jans Turnbuch. Ich befinde mich hier gerade an der kleinen Bastei. Hinter mir Schrammsteine und der Linienstein zu sehen. Wunderbare Aussicht hier. Ich bin heute früh bei Zeiten an einem Wanderparkplatz kurz vor Schmilka gestartet und dann die Kahntilke hoch. Heute ist wieder mal so ein Tag, wo ich zwar den Anfang geplant habe, nämlich die kleine Bastei hier und dann die starke Stiege, aber der Rest der Wanderung entscheidet sich dann, wenn ich da in der starken Stiege oben ausgestiegen bin. Ja, so, das ist jetzt der Probeüberblick. Wahrscheinlich wird es dann Richtung Winterberg gehen und in dem Gebiet dann noch ein bisschen. Dann kommt gerade wieder einer der vielen Güterzüge hier. Ja, in Vorbereitung der Tour musste ich wieder mal feststellen, dass die Karte vom Kompass Verlag zwar für die großen markierten Wege recht gut ist, aber wenn man dann etwas ins Detail gehen möchte und mal kleinere Wege, dann ist es zum einen ungenau, zum anderen sind Wege weggelassen oder falsch eingezeichnet. Also für die normalen Sachen, die man so macht, ist es ausreichend, aber in Details leider nicht unbedingt zu gebrauchen. Kleiner Wermutstropfen. Ja, ich freue mich wieder auf die Tour. Da ich relativ zeitig gestartet bin, werde ich wohl, denke ich mal, gegen Mittag wieder am Auto sein. Und was dann heute Nachmittag passiert, das muss ich auch sehen. Jetzt werde ich hier noch ein bisschen die Aussicht ablichten und dann geht's weiter. Nach wenigen Minuten treffe ich diesen Wanderer der etwas anderen Art. Auf der sogenannten Kahntilke gewinnt man schnell an Höhe. Bald nachdem der Wald etwas lichter wird, erreicht man den Aussichtspunkt Kleine Bastei.
Nach dem Fotostopp an meinem ersten Tagesziel wende ich mich nun Richtung Elbleidenweg. So, ich bin jetzt hier an dieser Haarnadelkurve, direkt vor mir, oder jetzt hier, geht es in den Rauschengrund, wo dann die starke Stiege sein sollte. Dann da unten in der Ecke müsste der Zugang zur Rotkirchenstiege sein. Und wenn man den Weg noch so 200 Meter bergab geht, geht es dann links Richtung Heilige Stiege. Also stiegenträchtiges Gelände. Ich entscheide mich jetzt für die starke Stiege und hoffe, dass ich jetzt hier richtig liege. So. Im Rauschengrund geht es auf einem Fahrweg entspannt dahin. Zum Ende des Tales geht dieser in einen schmalen Pfad über. Hin und wieder teilt dieser sich, aber auch hier führen viele Wege zur starken Stiege. Und so ist der erste Eindruck von diesem Steig. An manchen Stellen sind einige Ösen im Fels befestigt, die man gut als Griff oder Tritt nutzen kann. Es macht mir riesigen Spaß, mich dort hinaufzuarbeiten. Und da ich ja die Kamera noch holen muss, habe ich also das Vergnügen, die starke Stiege gleich zweimal kurz hintereinander zu absolvieren.
Bis hierher ging es recht gut. Und ich denke, den Rest werde ich auch noch hinkriegen. Die Aussicht von hier aus traumhaft. So, dann werde ich mal weitermachen. Quasi als Belohnung für die Anstrengung des Aufstieges gibt es eine wunderbare Aussicht zu genießen. Über diesen Einschnitt führt ein Pfad hinüber zum Reitsteig. Hier wende ich mich zunächst Richtung Großer Winterberg. Als ich diesen Hinweis entdecke, entschließe ich mich, gleich noch die Rotkelchenstiege zu erkunden.
So, da bin ich wieder an der Spitzkehre. Vorhin bin ich dort in die starke Stiege eingebogen und jetzt hier den Rotkehlchen, die Rotkehlchenstiege runter. Und jetzt geht's Richtung Zwieselhütte. Bald ist die große Wegkreuzung, an der die Zwieselhütte steht, erreicht. Und ich wende mich wieder bergan und steige den Wurzelweg hinauf. Auf dem Reitsteig wende ich mich wieder Richtung Großer Winterberg. Auf diesen will ich heute allerdings nicht hoch, sondern biege dann in den Rosssteig ein. Manchmal ist es schon erschreckend, wie genau so ein Wetterbericht sein kann. Wir haben heute 12 bis 18 Uhr die Wahrscheinlichkeit von Regen angesagt. Und jetzt ist es 5 nach 12 und es fängt an zu regnen. Ist schon erstaunlich. Ja. Na gut, da werde ich jetzt meine Jacke rausfahren und dann geht's halt weiter. Ich gehe jetzt noch zur Kipptorn-Aussicht. Also ich steige jetzt gerade in den großen Winterberg so ein bisschen rum. Und dann soll ich nach Schmilka runtergehen. Also zurück. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. Auf dem Müllerwiesenweg gehe ich nun der Kipphorn-Aussicht entgegen. Mit diesem Rundblick kann ich die heutige Tour gewissermaßen Revue passieren lassen.
nach diesen Eindrücken vom beschaulichen Schmilka beginne ich den letzten Abschnitt dieser Tour. Er führt mich entlang der Elbe, wo es auch wieder einige interessante Sachen zu entdecken gibt, zurück zum Parkplatz. Beendet. War wieder vom Feinsten, sage ich einfach mal. So, ganz unerwartet zum Schluss, Kipphorn-Aussicht. Richtig super Sache. Blick das Elbtal runter bis im Prinzip bis zur Bastei. Richtig schön. Und vorher auch starke Stiege. Rotkirchenstiege. Ja, super erlebt heute. Das Wetter spielt besser mit als gedacht. Und so habe ich jetzt den Plan gefasst. Heute Abend den Sonnenuntergang von der Schrammsteinaussicht zu fotografieren. Also werde ich mich jetzt ein bisschen ausruhen und versuchen den Akkus wieder ein bisschen Leben einzuhauchen. Und dann geht es heute Abend nach dem Abendbrot nochmal dort hoch. Ja, da bin ich nochmal. Ich habe mich also jetzt abends nochmal auf den Weg gemacht. Bin nochmal relativ schnell zur Schrammsteinaussicht hochgelaufen. Ich habe in der Hoffnung, dass ein schöner Sonnenuntergang ist, aber das wird sich wohl nicht erfüllen. Es ist ziemlich durchgehend bedeckt. Da wird sich die Sonne wohl nicht mehr durchfinden. Dann habe ich oben von der Aussicht angefangen, einen Zeitraffer zu machen. Da ist aber der Wind wieder so stark, dass mir die Kamera mit dem Stativ umgeblasen hat. So bin ich jetzt wieder ein Stück tiefer gegangen. Da hinten arbeitet die Kamera. Wird sicher nichts Spektakuläres werden, aber wenn ich einmal hier oben bin, kann ich das auch dazu nutzen. Dann habe ich jetzt noch ein paar entspannte Minuten mit einer schönen Aussicht und dann werde ich in der Dämmerung wieder runter nach Bad Schandau gehen. Unterwegs habe ich jetzt nichts gefilmt, weil im Wald ist es doch schon ziemlich dunkel. Und das macht keinen Sinn. Ja. Das soll es für mich für heute gewesen sein. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Jans Turmbuch.